Hallo. Ja, ich melde mich schon wieder aus dem Elbsandsteingebirge. Heute kommt eine kleine Wanderung. Ich suche ein paar Höhlen, bevor ich da rein kann. Die sind, ich sag mal, mehr Blassstock, Frienstein, so wie die Felsen hier heißen, kann ich dann noch zeigen, wenn ich mal dort angekommen bin. Im Moment ist hier ein ziemlich breiter Hauptwanderweg. Wie ihr seht, ich habe auch mein Übernachtungszeug mit. Die Höhlen sind ziemlich schwer zu finden. Es gibt auch recht dürftige Aufzeichnungen darüber. Ich möchte aber sehen. Also heute gibt es keine Höhlenbegehung oder Befahrung. Heute gibt es Natur. Heute gibt es eine Übernachtung. Heute gibt es Regen. Und ich habe keinen Poncho mit. Ja, und wenn ihr so wollt, mich gibt es auch noch. Also dann, kommt mit, wenn ihr wollt. Viel Spaß. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich habe Hunger, ich muss irgendwas essen. Ich habe Durst, ich muss was trinken. Ja, es regnet. Ich stehe hier unter einem Baum. Das ist nicht sehr optimal. Aber wenigstens ein bisschen Regenschutz. Man müsste wirklich den Kopf zusammennehmen und dann alles denken beim Einpacken. Andererseits, ich kann mir natürlich eine Plastikplane drüber schmeißen, die habe ich auch mit. Aber es müsste bald irgendein Unterschlupf kommen, in Felsen, in Überhang, irgendwas. Es sind zwar bis Regenschauer, ich tanze hier alle 200 Meter unter einen Baum. Jetzt hört es gerade wieder ein bisschen auf. Also, es hilft nicht weiter. Weitergehen, wieder unterstellen, weitergehen, wieder unterstellen. Und jetzt fängt es gerade wieder an. Herrlich. Tja, die Tour geht gut los. Eigentlich nur Fehlschläge. Aber das ziehe ich durch. Also, jetzt gehe ich nicht nochmal zurück. Jetzt bleibe ich hier. Da muss ich durch. Wozu ist denn hier so eine Holzbrücke? Da hinten ist was. Gleich mal gucken. Ganz am Wegrand, da habe ich das gefunden. Das ist Basalt. Basaltsäulen irgendwie. Erinnerung an das Wettiner Jubelfest. Oh Gott, heißt das 16. oder 10. 10. Juni. 1889, naja, einfach hier am Wegrand, das habe ich noch gar nicht gesehen, schön. Der Weg geht so schön geradeaus und was sehen meine schwachen Augen? Eine Hütte, mein Mittagsplatz, wunderschön, ich freue mich. Riesenstamm daneben, recht zugigte Hütte, aber Dach über dem Kopf. Genau da gehe ich jetzt rein. Das sieht schon wieder ein bisschen zerlegt aus. Irgendwelcher hat ja rumgebaut. Egal, ich habe es trocken von oben. Das ist wirklich ein ganz schöner Wurzelstock. Der ist so groß wie ich. Kurz über 1,60 Meter. Was heißt groß? So kurz wie ich. Ja, ich habe es trocken erstmal. Den Schauer abwarten. Es sind Halbwege, da gibt es sogar Wegweiser. Gucke ich dann nochmal, wo ich genau hin muss oder will. Hier liegt der Rest von dem Baum. Das ist mein Zeug, was ich heute mit habe, mein Gerödel. Im Grunde die Standard-Nachtausrüstung, also Biwaksack obendrauf die Rolle mit Isomatte. Drunter habe ich dann meinen Schlafsack drin und Wechselklamotten. Das Tragegestell dran. Ganz vorne die kleine Tasche, ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen. Da ist meine Videoausrüstung drin und Futter und Kleinkram, die Wassertasche an der Seite, ja, und ein Messer und was man sonst so braucht. Die kleinen Taschen hatte ich ja mal gezeigt, die ich am Trage gestellt habe, wozu ich die alles verwende. Ja, und die dünne Jacke, die musste ich ausziehen, mir war einfach zu warm. So, jetzt mache ich mir ein bisschen was zu essen. Eine Möhre, ein Würstchen, einfach was Kaltes. Zum Mittag ein bisschen ausruhen, obwohl ich das eigentlich nicht unbedingt brauche.
Ja, mein kleines Stativ, das hat inzwischen die Grätsche gemacht. Ich versuche es so halbwegs wieder herzustellen, damit ihr mich auch sehen könnt. Sonst muss ich das mit dem Deppenzepter hier machen oder es irgendwo einklemmen, festmachen, weiß ich nicht. Mal sehen, improvisieren, das geht dann schon. So, der Regen hat aufgehört, so halbwegs. Ich habe Mittag gegessen, was getrunken, mein Gerödel wieder hinten drauf. Ja, geht so. Und alles, was ich jetzt, was nass werden kann, das habe ich erstmal in den Müllsack verfrachtet und auch mit da hinten drauf. So, jetzt geht es in die Richtung weiter, den Weg. Und mal sehen, wohin er mich führt. Der Weg geht immer geradeaus durch den Wald. Hinten kommen dann die Felsen. Und auf dem Weg dahin habe ich eine eingefasste Quelle gesehen. Der Eichenborn fließt sogar. Also hier in der Nähe ist das Wasserproblem erstmal gelöst. Ich brauche gerade keins. Macht nichts. Aber das kann man hier wirklich bedenkenlos trinken, auch ungefiltert. Das kommt direkt aus dem Wald. Hier ist der Wanderweg. Und immer dort, wo interessante Wege abgehen, hat man freundlicherweise ein paar Bäume hingelegt, dass man die Wege auch nicht verfehlt. Seht ihr den Weg, der in der Mitte hoch geht? Und er kommt an diese schönen hohen Felsen. Ja, ich weiß, es regnet, es ist nicht genug zu sehen. Aber hier will ich nicht hoch. Ich will erstmal weiter. Jetzt geht es erstmal diese Treppen hoch. Wie weit weiß ich noch nicht. Ich muss irgendwo rechts abbiegen. Aber an den Felsen lang. Und die sind schon mal ganz niedlich anzusehen. Schöne Felsen. Hoch. Hier geht eine Treppe hoch. Also jetzt nicht an diesen Felsen, sondern hier unten. Über Wasser. Jetzt ist Schneeschmelze. Brauche ich mir keine Gedanken machen. Gibt es überall genug. Zur Not muss ich einen Wasserfilter einsetzen, wie hier zum Beispiel. Mit Wasserfilter ist dieses Bächlein überhaupt kein Problem. Huch, das war mein Geländer hier. Dieses Zwischenbein verdeckt. So eine kleine Felskante. Zieht sich da oben weiter. Die Treppe auch. Da gehe ich jetzt hoch. Und wenn ich oben bin, möchte ich mir langsam irgendwie Gedanken machen, wo ich die Nacht verbringe. Erst nur, um diese Kieles vom Rücken loszuwerden und dann einen sicheren Schlafplatz zu haben. Manchmal kommen wir aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Richtig schön hoch hier. Kleiner Kletterfelsen mit Auswuchs. Wir Sachsen sagen, da ist ein Bubbel dran. Ich gehe mal vorsichtig ein Stück vor. Hier ist ein Fehltritt nicht gerade angebracht. So. Und eine herrliche Aussicht. Noch ein Stück vor. So ist schön. Kann man es erkennen? Ja. Das ist ein Blick. Eine Aussicht hier, herrlich.
das muss ich euch zeigen. Diese Aussicht. Und jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Habe ich vielleicht doch Glück? Herrlich. Das sind jedenfalls Wege nach meinem Geschmack. Hier geht's runter. Ein Stückchen. Und dann geradeaus weiter. Der ist schön. Also Eis am Fels ist immer wieder faszinierend. Es läuft runter, bildet eine Eissäule und steht genau am Weg. Hier tropft es überall. Das wird länger und länger. Aber jetzt ist es am Tauen. Wie so ein erstarrter Wasserfall. Hier ist also der alte Weg. Ich drehe mich rum. Der ging dann normalerweise hier am Wasserfall vorbei. Und weil das nicht funktioniert, hat man sich halt den Weg hier runter gesucht. Geht hier unten lang. Und dann dort wieder hoch. Weil die Schräge, die kann keiner. Das da drüben mal aus einer anderen Perspektive ist die Ida-Grotte. Naja, eigentlich mehr ein Felsloch. Der Weg, vielleicht erkennt ihr, und da geht außen drum rum. Also dort die Grotte. Und dann vielleicht sieht man es ja. Dort außen am Felsen drum rum. Da geht der Weg. Spektakulär. Eigentlich ist das eine super Pennstelle. Fließend Wasser von oben, aber nur in der Mitte. Na gut, es tropft ein bisschen. Hinten habe ich genügend Platz zum Liegen. Weit oben. In 7-8 Meter Höhe ein Dach. Mit überhängenden Felsen. Spektakuläre Aussicht. Aber leider einsehbar von allen Ecken. Und das gefällt mir nur gar nicht. Abgesehen davon, dass es hier zieht wie Hechtsuppe. Es ist arschkalt hier in der Ecke. Gut, also suche ich weiter. Einfach mal den Weg hier lang gehen. Wenn ich richtig verstanden habe, ist das der Weg zur Ida-Grotte. Muss bloß mein Gerödel irgendwo abwerfen. Muss ja nicht sein, dass ich das um diese Ecke mitschleppe. Das soll allerdings auch keiner gleich finden. Keine Lust, ohne hier meinem Zeug da die Nacht zu verbringen. Erstmal bin ich durch dieses kleine Loch durch. Hier geht der Weg weiter. Dort ist noch ein bisschen Eis. Und dann, na, ihr werdet sehen. Der Weg ist es. Das bisschen Eis entpuppt sich als Schnee. Es geht noch, aber für die Ängstlichen. Das ist was zum Festhalten. Also gar nicht so schlimm. So, ich denke mal, ja, das Grauen in meinen Augen, das sollte jetzt mitverfolgen können. Ich kann bloß nicht immer in die Kamera gucken, also wenn ich da mal entschwinde, dann verzeiht das bitte, weil ich muss hier auf den Felsen lang achten. Denn runterfallen ist wirklich extrem unangenehm. Es ist zwar ein schöner Flug, da runter. Aber das kann ich meiner Frau nicht antun. Die will mich heil wieder haben. Also nutze ich die Geländer, die hier sind, und gehe ganz langsam voran, ohne dass was passieren kann. Ist ja eigentlich auch nicht schlimm. Aber der Weg ist schon gut zu sehen. Und die Aussicht, ne? Herrlich. So. Jetzt muss ich über so einen großen Felsspalt.
bin angekommen. Das ist sie, die Ida-Kröte. Also ich gehe nicht an jede Stelle, die man hier erreichen kann. Weil nicht, dass ich Angst habe. Aber wie ich schon mal sagte in dem Video, wenn man weniger sieht, dann verliert man mit der Zeit das Gefühl für Balance, für Entfernung. Man sieht zwar immer noch die Umgebung, aber man nimmt die anders wahr. Und die innere Vorsicht sagt dann, nein, bis zu dem Absatz, weiter gehst du nicht. Das lässt du dann. Und ein bisschen hängt man doch am Leben. Ein falscher Tritt und man ist weg. Ihr habt ja gesehen in der ersten Aufnahme, wo diese Grotte ist. Ich stehe jetzt ganz genau in der Öffnung, die ich gezeigt habe. Es ist nämlich schon eine enorme Felswand. Wir gehen wieder zurück. Ich habe genug geguckt. Hier ist ein kleiner Spalt. Hier müssen wir drüber. Ich schicke euch voraus. Ihr könnt mir einen Weg zeigen. Denkt dran, nicht verkehrt treten. Das tut extrem weh. Aber erst wenn ihr unten ankommt. Ja, das war der Schnee. So, wieder heimischen Boden, nicht so eine Höhe. Beim Friedensteinflössel steht zwar dran, dass man das nicht trinken darf, da kommt aber wohl nicht viel raus. Also wer wirklich trinkt, was er braucht, daneben fließt genug, ein Stückchen in diese, ich sag mal, Mini-Kräuter rein. Wasserfilter dran. Ich denke, dass das unbedenklich ist. Das ist zwar meine ganz persönliche Meinung, aber egal. Ihr müsst ja nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Fließt dann hier in den Wald und geht hinten in den Felsen runter. Ich jedenfalls finde, dass es hier ziemlich zerstört aussieht. Ich kann mich erinnern, ich war hier, tja, weiß nicht genau, es ist 40 Jahre hier möglich. Da war alles noch schön in Ordnung. Naja, lassen wir das jetzt. Der Weg geht hier weiter. Und ich suche mir jetzt echt eine Unterkunft. Irgendwo. Oder einen Unterschlupf. Oder ich schlafe eben irgendwo im Wald. Ohne Dach. Muss ich sehen, was kommt. Die letzten Sonnenstrahlen. Das hat was. Ist einfach ein richtig schönes Bild. Und mein Weg geht jetzt hier runter. Und dort finde ich hundertprozentig was. Kann mich gar nicht satt sehen. Ist das herrlich. Jetzt wird es langsam dunkel. Okay, mein Bettchen ist gemacht. Gut, ich gebe zu. Es gibt schönere Flecken auf dieser Erde. Aber ich habe halt nichts Besseres gefunden. Da drüber ist irgendwie ein Felsen noch. Ah, der schützt mich nicht so richtig. Aber zumindest ist es ein bisschen windgeschützt, die ganze Geschichte hier. Habe ich zwar hinten noch Schnee. Dreckscher Schnee. Ist egal. Da hinten geht die Sonne langsam unter. Flugzeuge fliegen noch vorbei. Sonst gibt es hier eigentlich gar nichts zu sagen. Man erahnt noch ein paar Felsen. Die Vögel machen ihr Abendlied. Ich habe mich gleich in die Pentüte. Ich mache jetzt noch was zu essen. Abendbrot. Guten Morgen.
Ja, ich hatte eine ruhige Nacht. Es war draußen sehr kalt. Also ich habe geguckt, 3 Grad. Macht aber nichts. Ich habe dann mitten in der Nacht meine dicke Jacke anziehen müssen. Im Schlafsack war es dann doch etwas frisch geworden. Ansonsten alles gut. Nachts, da hatte ich das Problemchen, dass mich die Mäuse geweckt haben. Da rannte hier wahrscheinlich eine ganze Sippe vorbei und machten einen Krawall auf der Suche nach Futter und so. Aber sonst war es ruhig. Es war einfach schön. Ich werde jetzt mein Frühstück machen. Bisschen warmen Tee, bisschen was essen. Und dann mal sehen, was der Tag bringt. Vorher noch alles hier zusammenpacken. Naja. Der Felsen selber steht noch. Ich lieg noch. Alles ist also gut. Bis dann. Hier wachsen ganz eigenartige Bäume. Ein Stamm, wenn man den hochgeht, das sind das 4 Kronen. Wahrscheinlich ist es mal abgebrochen und dann so komisch gewachsen. So was habe ich noch nicht gesehen. Im Sandstein begegnet man immer wieder Überresten von Tieren, die praktisch im Meeresboden gelebt haben, weil ja der Sandstein früher Meeresboden war. Man sieht es hier ganz schön, diese Linien, oder was heißt Linien, das sind Röhren von Würmern, die damals durch den Meeresboden gekrochen sind und sich ihre Tunnel gegraben haben. Die Tunnel, die haben sich letztendlich mit, verkieselt, mit Mineralien gefüllt und gehen hier durch den ganzen Sandstein an dieser Wand. Einige Meter lang sind diese, Röhren von den Würmern. Manchmal sind sie ganz deutlich zu sehen, manchmal nicht so sehr. Hier sind sie mal ausgewaschen, aber das durchzieht den ganzen Sandstein hier. Die Röhren selber haben einen Durchmesser von so 2 bis 5 mm. Und dort oben, in der Mitte, scheint irgendeine Kammer gewesen zu sein. Vielleicht hat der Wurm dort seine Vorratskammer gemacht. Weiß ich nicht. Ist lange her. Dann geht es hier oben nochmal weiter. Und dort lang. Diese Überreste findet man nur in bestimmten Schichten. Je nachdem, in welcher Höhe man ist. Und wie nur gerade der Stein dort besiedelt war, sage ich mal. Es wird ja dann später durch den Vulkanismus und so weiter angehoben, das Sandsteingebirge. Und dann in Schichten aufgeteilt. Und Erosion, Wind, Wetter, die machten dann eben, dass der Sandstein abgebrochen ist und diese Röhren freigelegt hat. Also man kann auch mal wirklich auf die kleinen Sachen achten, die hier so sind. Und das hier sieht aus wie eine alte Wurzel. Könnte natürlich auch eine etwas festere Eisenablagerung sein. So genau kenne ich mich da nicht aus. Muss man das Größenverhältnis. Also es ist schon ein bisschen dicker. Aber es sieht aus wie eine knorrische Wurzel. So, bis auf ein paar Fußspuren wird der Platz natürlich so verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Oder besser gesagt, so verlassen, dass man nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht, dass hier einer geschlafen hat. Also packe ich jetzt, ein bisschen bergauf gehen, also packe ich jetzt mein Gerödel zusammen auf dem Rücken und gehe meiner Wege.
Auf geht's. Den Eingang von der Sandhöhle habe ich scheinbar gefunden. Bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich gehe an den Anfang rein, gucken wir das mal an und mal sehen, was sich ergibt. Ich habe keine Höhlenausrüstung mit, ich habe nur meine Lampe mit. Für den ersten Eindruck, ich wollte ja nur die Höhlen finden. Ganz klares Eis. Total ist der schön. Aber ist eben am Schmelzen, ne? Ach so, jetzt sehe ich das erst. Lampe ein Stück runter machen. Die Bruchstücken hier, die hier rumliegen. Hier waren zwei da dran. Deswegen. Ganz klar. Man kann durchsehen. Ist das herrlich. Hm. Ja. Das war's wert. Jetzt gucke ich mal hinten, wie es weitergeht. Ja. Ja, viel weiter geht's nicht. Aber den anderen zeige ich euch auch noch. Herrlich. So, jetzt nochmal drumherum. Oh, ist das eng. Und hier hinten steht noch so ein schöner. Es tropft ja nur und wahrscheinlich ist es dann schon wärmer. Und der Felsen ist kalt und da bildet sich ein Stalagmit aus Eis. Die Höhle geht aber nicht viel weiter. Auf jeden Fall komme ich ja noch mal her mit mehr Licht. Und werde mir das ganz genau ansehen. Nochmal einen Blick zurück. Ja, alle beide stehen noch. Das ist so ein Naturschauspiel. Das möchte ich nicht kaputt machen. Auch wenn es nur von kurzer Dauer ist. Ist das Wahnsinn. Herrlich. Da hinten ist das zweite von der Sandhöhle, das zweite Loch. Das ist eine kleinere Einsturzhöhle. Da gehe ich jetzt nicht erst hin. Das sehe ich einfach schon so mit der Lampe. Sieht es auf dem Video ein bisschen anders aus. Aber das kommt dann, wenn ich die richtige Höhlenbefahrung mache. Also sehr weit liegen die Mundlöcher nicht auseinander. Ich bin jetzt etwas weiter gegangen. Und das hier. Ich versuche es auszuleuchten. Soweit wie es geht mit ein bisschen Licht. Das ist der Eingang zur Kaminhöhle. Das ist allerdings schon bei den Höhlen, die man hier im Sandsteingebirge kennt, somit die obere Preisklasse. Also ohne Seil, ohne Sicherung dürfte es Wahnsinn sein, hier reinzumachen. Zumindest braucht man ordentlich Klettererfahrung. Dort hinten gibt es dann noch ein zweites Mundloch. Aber wie gesagt, hier vorne ist das erste. Sie ist sehr tief, wie der Name schon sagt, Kaminhöhle, extrem eng, laut Beschreibung. Kann man sich ansehen, wenigstens am Anfang, wo ich mit meiner Klettererfahrung noch rein kann. Aber mehr auf keinen Fall. Dieses große Loch hier, das ist der Friedensteinkeller. Zumindest das Mundloch von dieser Höhle. Die werde ich das nächste Mal besuchen. Ich gehe mal ein Stück vor. So. Die geht hier runter. Dort rein.
Und dann, wo es Licht ist, hinter dem Felsen um die Ecke rum. Und ich stehe praktisch über im größeren Hohlraum. Dort ein schönes Abenteuer. Und feucht. Aber das soll es als Vorschau gewesen sein. Das zeige ich euch später. Seid gespannt. Hab jetzt meine Höhlen gefunden. Bin ich richtig glücklich drüber. Im Grunde genommen brauche ich jetzt bloß noch den Weg nach unten nehmen und gemütlich nach Hause wandern. Ich nehme mir dafür Zeit. Ich gucke mir noch die Gegend ein bisschen an. Mache noch ein paar Bilder. Und mit den Impressionen kann ich dann wunderbar mich darauf vorbereiten, mental wie, naja, ich sag mal, auch ausrüstungsmäßig, um in die Höhlen dann einzusteigen. Das wird richtig schön. Ich freue mich drauf. Ja, was ich da noch machen muss, das sind meine Schuhe vom Schlamm befreien. Ja, dazu suche ich mir eine Stelle, wo ein bisschen Wasser ist. Weil mit den Schuhen in Bus oder Bahn, die schießen mich tot. Das wird ein Dreckfleck ohne Ende, wenn das Zeug trocknet. Ich laufe jetzt vorbei, Felsen. Der Weg ist wirklich schön. Gut, das ist ein Hauptwanderweg. Zum Teil asphaltiert, kommt dann noch, ist aber nicht so schlimm, ist okay. So. Vor mir sehe ich wieder die großen Holzstapel, das ist, wie ich sagte, schon mal das, was aus dem Wald rauskommt, 3 Meter hoch, 30 Meter lang, der Stapel und die Stämme, weiß nicht, 2,50 oder sowas, kann sein, oder 3 Meter, jetzt kommt das Blick hier. Ich gehe einfach noch ein Stück. Jetzt kommen die ganz großen. Das zeige ich gleich. Das sind die wirklich wertvollen Hölzer. Ich möchte wissen, was man dafür bezahlen muss, wenn man das Holz haben will. So drehe ich mich mal rum, dass ihr sehen könnt. Ja, sowas. Jetzt haben wir es. Das sind dann 5 Meter Stücken. Aber schon ordentlich groß. Natürlich sollte man auf solche Stapel nicht rumturnen. Wenn die in Bewegung kommen, dann wird man schlicht und einfach erschlagen. Das sind Tonnen. Wie sagt man so schön, also liebe Kinder, lasst das sein. Das bringt nichts, auch wenn es reizt. Und das geht jetzt den ganzen Weg bis runter so. Könnt ihr sehen, dort hinten die Stapel. Gut, ich laufe noch ein Stück, dann bin ich unten irgendwann beim Bus. Fahre nach Hause, wasche vorher noch meine Schuhe und genieße ich noch den Abend, der noch kommt. Jetzt ist es in etwa Mittag. Essen tue ich dann unterwegs noch etwas. Ich gucke mir noch das Video an, was ich gedreht habe. Mache mir einen Plan, wie ich das zusammenschneide. Das ist nicht ganz so einfach. Und Duschen ist wichtig. Geruch macht einsam. Das merke ich dann schon im Zug. Wenn ich da sitze, in meinem Teil kommt keiner rein. Hat auch einen Vorteil. Man hat seine Ruhe. Wieder Holz. Gut. Ich will euch nicht weiter langweilen. Ich sage jetzt einfach, macht's gut. Es ist schön, dass ihr dabei wart
und freue dich auf die nächste Folge, wenn ich wieder hier draußen bin. Und da geht es in diese Höhlen, die ich gezeigt habe, außer der Kaminhöhle. Die ist mir zu schwer und zu risikovoll, weil ich so ganz alleine bin. Vielleicht am Anfang mal reingucken, aber direkt reingehen, das ist einfach zu viel für mich. Also, bis später dann, euer Sel. Tschüss.